Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV der Tag am heutigen 18. Mai 2016. Das Motocross Weekend in Möckers wirft seine Schatten voraus. Die ersten Motorhomes sind bereits zu Gast hier in Möckers. Heute bleibt aber uns noch etwas Zeit, um über die Grenze zu blicken, genauer gesagt nach Scheudeck. Deshalb der Christian neben mir. Im Hintergrund sind die Wasserfälle zu sehen. Was ist das Besondere an den Wasserfällen hier in Scheudeck? Die Scheidecker Wasserfälle stürzen sich über 18 und 20 Meter in die Rorachschlucht, die übrigens auch eine sehr beliebte Motorradstrecke auf der deutschen Alpenstraße ist. Aber nicht nur das Wasser ist da, sondern auch es gibt einen großen Spielplatz für die Kinder. Man kann verschiedene Rundwege machen und einfach die Natur genießen. Es gibt also einiges zu erleben hier in Scheudeck. Ja, also nicht nur die Wasserfälle. Wir liegen ja schön über dem Bodensee. Man hat also immer wieder schöne Blickbeziehungen zum Bodensee und in der Bregenzer Walden über. Also da gibt es viel zum Entdecken. Kurz zum Motocross in Möckers noch. Die Nachbarn in Möckers, tolle Partner, glaube ich, auch von euch hier in Scheudeck. Ja, das funktioniert sehr gut. Die Grenze überschreiten hat eigentlich immer schon funktioniert, auch wo Grenze noch zu war. Und die Motocross-Leute filtern bei uns übernachten und so schafft man einfach ganz gut zusammen. Dann sage ich vielen Dank für die Informationen und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen News des Tages. Gleich im Anschluss blicken wir dann vom Skywalk hinunter Richtung Bodensee. Im Rahmen der Umweltförderung des Bundes werden neue Mittel für Elektro-Pkw und kleinere Elektro-LKWs freigegeben. Das Land Vorarlberg hat sich in einem Schreiben von Landesrat Erich Schwärzler an Bundesminister André Ruprechter für diese Mittelaufstockung eingesetzt. Betrieben wird geraten, sich schnellstens zu registrieren, denn die neuen Fördermittel sollen rasch aufgebraucht werden. So stehen 6,2 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Diese werden als nicht zurückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und betragen maximal 3.000 Euro pro Fahrzeug. Aufgrund eines anonymen Hinweises in Zusammenhang mit illegalem Waffenbesitz wurde bei einem 27-Jährigen Anfang Mai eine Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Lustenau durchgeführt. Mit Unterstützung eines Sprengmittelspürhundes konnten die Polizeibeamten mehrere Waffen sowie dazugehörende Munition und 1,8 Kilo Schwarzpulver sicherstellen. Gegen den Mann bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der 37-Jährige ist nicht geständig. Er wird wegen illegalen Waffenbesitzes bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Und Haustüren versperren, gesundes Misstrauen gegenüber Fremden an der Haustüre. So lauten die Tipps der Polizei angesichts der zunehmenden Zahl an Einschlechtdiebstählen, die derzeit in Vorarlberg hausieren. In Altach wurde ein Opfer bei der Gartenarbeit um Geld gebeten. Nach Übergabe des Bargeldes reichte der Bettler ein Marienbildchen, vermutlich um das Opfer abzulenken. Dabei dürfte sich ein weiterer Täter Zugang zu den Wohnräumlichkeiten verschafft haben. Dem Opfer wurde ein geringer Betrag von Bargeld entwendet. Andere Wertgegenstände wurden vermutlich aus Zeitmangel zurückgelassen. Die Polizei rät zur Wachsamkeit. Wir sind mittlerweile am höchsten Punkt von Scheudeck angelangt, genauer gesagt am Skywalk. Neben mir jetzt Marina Boll vom Tourismusbüro. Marina, der Skywalk eine echte Attraktion bei euch in Scheudeck? Ja, also es ist ein herrlicher Baumwipfelpfad. Der Steg, der geht 560 Meter entlang, eine Höhe von über 30 Meter. Wir sind hier jetzt bei ca. 30 Meter hoch und man läuft da wirklich richtig schön neben den Baumwipfeln. Man hat einerseits eine herrliche Sicht auf den Bodensee im Dreiländereck, weil es heißt ja auch Scheidegg über dem Bodensee und da kann man wirklich schön drauf schauen. Und auf der anderen Seite eine richtig schöne Sicht ins Alpenpanorama, in die Schweizer und österreichischen Berge. Dann neben dem Baumwipfelpfad hat man auch ein bisschen schön für die Kinder einen richtig schönen Abenteuerspielplatz. Es gibt einen Barfußpfad und dann schöner Waldlehrpfad. Also man hat hier wirklich einen Haufen zum Tun, wenn man mal hier ist. Und man kann vor allem die Aussicht wirklich in die Ferne genießen hier oben. Ja, genau. Also die Aussicht ist wirklich herrlich. Heute vor allem bei so einem schönen Wetter. Man sieht wirklich bis in Liechtenstein, man sieht wirklich über vier Länder. Also da kann man wirklich eine herrliche Aussicht genießen. Das werden wir auf alle Fälle machen. Im Hintergrund ja auch noch das Zelt vom Motocross Weekend in Möckers zu sehen. Und passend dazu geht es jetzt zu den Sportmeldungen des Tages. Frühes Aus für Tennisspielerin Tamira Paschek im Quali-Bewerb zu den French Open in Paris. Die als Nummer 16 gesetzte Dornbirnerin musste sich bereits zum Auftakt der Spanierin Sara Sorribes 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Und neue Aufgabe für Fußballspieler Patrick Segan, der 29-jährige Angreifer des Cashpoint SC Altach, wird in der kommenden Saison als Führungsspieler für die Altach Amateure auf Torejagd gehen. Gleichzeitig beginnt Segan in der SC Altach Geschäftsstelle ein Praktikum. Wir sind mittlerweile mitten im Zentrum von Scheudeck angelangt. Neben den Wasserfällen und dem Skywalk gibt es natürlich auch noch sonstige touristische Highlights. Nehmen wir jetzt erneut die Marina Boll. Marina, wie schaut's aus mit der Touristik hier im Ort? Ja, also wir haben ja einen großen Tourismus hier in Scheidegg, unter anderem leben wir auch viel von den Kliniken und wir können denen richtig schöne Wanderwege bieten, schönen Kapellenrundwanderweg mit herrlichem Panoramablick.
Und bei schlechtem Wetter haben wir dann auch mal den Reptilienzoo, kann man auch was machen, oder unser schönes Heimatmuseum. Also einiges los. Ja. Zu den Highlights zählt aber in jedem Jahr auch das Motocross in Mörkes. Genau, also es ist eine gute Veranstaltung, eine große Veranstaltung, eine der größten bei uns in der Umgebung. Und jetzt am Sonntag haben wir auch noch zum Motocross auch noch bei uns einen großen Aktionstag, wo wir einen Regionalmarkt haben, Museumstag und unseren Glutenfreitag, weil wir in Scheidegg ja prämiert sind für unsere glutenfreien Angebote. In diesem Sinne wünschen wir viele Besucher hier in Scheidegg. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht's jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Das Studium der Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Sport für angehende Sekundarlehrer an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg ist noch immer nicht fixiert. Erst Ende Juni soll es endgültige Klarheit geben. Bei einem Einsatz der Cobra wurden in einer Wohnung in Lustenau mehrere Waffen, darunter auch Maschinenpistolen, gefunden. Deren Eigentümer, der die Waffen illegal besaß, schweigt sich über die Hintergründe aus. Und am Landesgericht Feldkirch wird derzeit gegen einen italienischen Profispieler verhandelt, der beim Pokern Millionenverluste einfuhr und sich in Vorarlberg in 8 Hotels einquartierte, ohne irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Soweit also die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe von LändeTV der Tag am heutigen 18. Mai 2016 direkt aus Scheidegg. Die Gemeinde über der Grenze von Mörkers hat also einiges zu bieten. Ein Besuch vielleicht nach dem Motocross-Weekend in Mörkers lohnt sich auf alle Fälle. Sie sehen jetzt im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad, der Wind weht mit 6 km/h aus Süd-Südwesten. Am Donnerstag rückt die nächste Kaltfront an und sorgt für trübes, regenreiches Wetter. Vor allem in der ersten Tageshälfte kann es kräftig regnen. Im Laufe des Nachmittags lässt die Niederschlagsintensität etwas nach. Es fließt vorübergehend wieder kältere Luft ein und schneit bis rund 1500 Meter herunter. In der Nacht auf Freitag beruhigt sich das Wetter langsam. Nur in den Nordstaulagen zwischen Arlberg und dem Bregenzer Wald hängen bis über Mittag noch Störungsreste. Zum Wochenende hin wird es wieder freundlicher. Ein Zwischenhoch versorgt Vorarlberg mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Nachmittagstemperaturen. In der Früh ist es aber nochmals sehr frisch. Am Sonntag fällt leichter Regen bei Temperaturen von 15 bis 22 Grad.